Heute befassen wir uns mit dem Base-Klassifizierer. Der Base-Klassifizierer ist ein neues Klassifikationsverfahren, was Sie kennenlernen, was paradigmatisch unterschiedlich ist von den Klassifikationsverfahren, die Sie bis jetzt kennengelernt haben. Es basiert eben genau auf den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und insbesondere den abhängigen Wahrscheinlichkeiten, zu denen Sie nun vorher schon gehört haben. Und Ausgangspunkt für den Bayes-Klassifizierer, für den Namen auch, ist der Satz von Thomas Bayes, der Satz von Bayes. Aber fangen wir erst kanonisch an. Worum geht es in der Klassifikation? Welches Klassifikationslernsetting wollen wir wirklich betrachten? Es handelt sich um ein einfaches binäres Klassifikationsproblem. Oder nein, in diesem Fall ist es sogar ein allgemeines Klassifikationsproblem, nicht mehr nur auf binäre Klassifikation eingeschränkt. Wir haben hier eine Mehrklassenklassifikation zum ersten Mal. Wir haben eine Menge x, eine Multimenge x von Feature-Vektoren, wie wir sie schon vielfach kennengelernt haben. Wir haben eine Menge c von Klassen und eine Menge d von Beispielen, die aus dem kartesischen Produkt von x und c gezogen wurden. Und wahrscheinlich von irgendeinem Menschen, der die Beispiele für uns annotiert hat mit den Klassenlabeln, bereitgestellt wird. Dies kann auch eine Multimenge übrigens sein. Kann sein, dass verschiedene Beispiele auf dieselbe Repräsentation x abgebildet werden, aber es handelt sich dann dem zufolge weiterhin um unterschiedliche Beispiele. Und unsere Aufgabe ist nun, die Menge d zu erklären, mit Hilfe der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit P für Features und Klassen. Wie kann man das machen? Dazu, wie gesagt, beim Bayes-Klassifizierer bauen wir auf Bayes-Theorem auf, den Satz von Bayes, der hier zu sehen ist. Die Formel sieht erstmal ein bisschen erschlagend aus, aber wir leiten sie ganz einfach her. Das sehen Sie gleich. Ausgangspunkt ist ein Wahrscheinlichkeitsraum bestehend aus Ergebnisraum, Ereignisraum als Potenzmenge des Ergebnisraums und Wahrscheinlichkeitsmaß P und eine Menge von Ereignissen A1 bis AK, die k-weise disjunkt sind. Diese Ereignisse sollen außerdem eine Zerlegung des Ergebnisraums Omega sein. Und die Wahrscheinlichkeit für jedes Ereignis soll größer 0 sein. Dann können wir ein beliebiges Ereignis B aus dem Ereignisraum, dessen Wahrscheinlichkeit ebenfalls größer 0 ist, beziehungsweise dann können wir in Abhängigkeit eines solchen Ereignisses B die Wahrscheinlichkeit für jedes der Ereignisse AI bestimmen. Und das geschieht genau mit dieser Formel hier, mit dem Satz von Bayes, der Multiplikation aus der Wahrscheinlichkeit für AI mit der abhängigen Wahrscheinlichkeit für B gegeben AI, geteilt durch die Summe aller gleichartigen Multiplikationen für alle AI. Wir nennen die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses AI, prior probability oder a priori Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von AI, gegeben, dass B schon eingetreten ist, heißt posterior probability oder a posteriori Wahrscheinlichkeit. Ein Beispiel. Stellen Sie sich eine Diagnosesituation in einer Arztpraxis vor. Hier sind die AI die möglichen Krankheiten. Wir haben eine Reihe von verschiedenen Diagnosen und jedes AI repräsentiert eine mögliche Krankheit, die als Diagnose gestellt werden kann. Und B ist ein Symptom. Ein Patient oder eine Patientin in der Praxis sagt dem Arzt oder der Ärztin,
sie oder er habe ein Symptom, B. Und der Arzt oder die Ärztin muss dann eine Diagnose stellen. Und die Diagnose, die anhand dieses einen Symptoms gestellt wird, sollte, wenn man kein anderes Vorwissen verfügt, wohl die Krankheit sein, bei der diese Wahrscheinlichkeit hier am größten ist. Ob das die richtige Krankheit ist, ist eine andere Frage. Es könnte auch eine andere sein. Aber es ist zumindest die sicherste Wette. Woher kommt diese Formel? Wie ist Thomas Bayes da drauf gekommen? Wir haben den einfachen Satz von Bayes schon gesehen und auch schon hergeleitet. Das zeige ich Ihnen auch nochmal. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Ja. Nämlich auf dieser Folie hier. Wir haben gesehen, dass sich das gemeinsame Ereignis für A und B auch ausdrücken lässt als die Wahrscheinlichkeit für B multipliziert mit der abhängigen Wahrscheinlichkeit von A gegeben B. Und aufgrund der Kommutativität des Schnittmengenoperators kann man das Ganze auch umdrehen, kann man auch A mit B vertauschen. P von B und A ist auch gleich der Wahrscheinlichkeit von A mal der abhängigen Wahrscheinlichkeit für B gegeben A. Und das suggeriert, beziehungsweise daraus folgt drittens, dass diese beiden Wahrscheinlichkeiten gleich sind und natürlich auch aus der Kommutativität vorher. Und durch einfaches Umstellen dieser Formel erhalten wir durch Auflösen nach P von A gegeben B, erhalten wir die abhängige Wahrscheinlichkeit für P von für P von A und B durch B und durch Einsetzen der Umformung aus erstens für P von A und B erhalten wir den einfachen Satz von Bayes. Der einzige Unterschied zu vorher, zu der Formel, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist der Nenner. P von B. Gehen wir nochmal zurück. Na. Und wir sehen ja auch schon den Beweisansatz, ausgehend von diesem einfachen Satz von Bayes, jetzt hier verallgemeinert für AI. Fragen wir uns natürlich, wo kommt jetzt das P von B her? Warum ist das plötzlich so wie hier ausgedrückt? Und die einfache Antwort ist, wir nutzen die Eigenschaften der A1 bis AK aus. Sie sollen paarweise exklusiv sein und eine Zerlegung des Ergebnisraums sein. Das heißt, wir können den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit anwenden. Und genau das geschieht. P von B wird ersetzt durch genau diese Formel. Und daraus folgt der Satz von Bayes. Die Herleitung ist also denkbar einfach. Führen wir das Beispiel weiter aus an einer konkreten Krankheit, nämlich einer HIV-Infektion. Das ist ein häufiges Beispiel in diesem Zusammenhang, das gesagt wird. Und der Frage, wie man eine HIV-Infektion feststellen kann, dafür gibt es Tests. Medizinische Tests, die bestimmte Körpermerkmale abfragen und dann entweder ein positives oder ein negatives Ergebnis zurückgeben. Das ist jetzt hier kodiert durch die Ereignisse A1, HIV positiv, und das Ereignis B, der Test ist positiv. Die a priori Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A1 soll 1 Promille oder 0,001 sein. Das wissen wir aus vorigen Erhebungen über die Verteilung
von HIV-Infektionen in der generellen Bevölkerung, zum Beispiel von Deutschland. Es gibt das Gegenereignis HIV-negativ, A2, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist einfach die Gegenwahrscheinlichkeit für das Ereignis A1, dass man HIV-positiv ist. Man kann nur entweder mit dem HIV-Virus infiziert sein oder nicht. Und das ist dann die Wahrscheinlichkeit 0,999. Die meisten Menschen sind nicht HIV-positiv. Als nächstes können wir oder wissen wir aus Vorexperimenten oder aus klinischen Studien in diesem Fall, die abhängigen Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten des Symptoms B bei Patientinnen in Krankenhäusern zum Beispiel, wenn sie HIV-positiv sind versus wenn sie HIV-negativ sind. Und dafür müssen wir einfach nur die Krankenakten durchgehen von Leuten, für die unabhängig die Diagnose schon gestellt wurde, ob sie HIV-positiv oder negativ sind. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dass ein Test positiv ist, ein HIV-Test, ist, wenn man HIV-positiv ist, laut ist 98% oder 0,98. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Test positiv ist, obwohl man kein HIV hat, ist 0,03. Wir können jetzt mit Hilfe des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit, weil wir hier eine Zerlegung des Ergebnisraums haben, es gibt nur zwei mögliche Ereignisse, A1 und A2, deren Wahrscheinlichkeiten wir kennen, und diese Ereignisse sind auch unabhängig voneinander, können wir mit Hilfe des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit für B direkt abschätzen. Das machen wir jetzt hier. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Test positiv ist, ist dann 3,1%. So, und jetzt interessieren wir uns aber eigentlich für eine andere Frage. Wir interessieren uns dafür, ob jemand tatsächlich HIV hat, wenn ein Test positiv ist. Jemand kommt in die Praxis, fragt, bin ich HIV-positiv? Arzt oder Ärztin führt einen Test durch, der Test ist positiv. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Diagnose HIV-positiv daraus folgt? Dafür wenden wir genau die einfache Bayes-Formel an. Wir haben ja P von B schon bestimmt, das heißt, die einfache Bayes-Formel genügt. Und stellen fest, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, die Diagnose HIV-positiv zu stellen, A1, gegeben, dass der Test schon positiv war. Dafür müssen wir einfach jetzt nur die bekannten Wahrscheinlichkeiten aus den klinischen Studien, aus der Bevölkerung und die hergeleitete Wahrscheinlichkeit für B von B in die Formel einsetzen und erhalten ein Ergebnis. Was würden Sie tippen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Mehr als 50%? Wer sagt mehr als 50%? Eine Person, zwei, drei, vier. Denken Sie mal nach. Weniger als 50%. Eins, zwei, drei, vier. Keine Ahnung. Ein großer Teil des Rests. Und dann gibt es immer noch ein paar, die nicht aufgezeigt haben. Okay. Okay, alles klar. Das ist bedeutend weniger. 3,2%. Funktioniert der Test? Sie nicken. Ja, dann führen Sie es mal aus, wenn Sie können. Es kommt gleich auch noch, aber. Also, wenn man HIV hat, dann wird man entdeckt. Also, weil nicht so viele Leute, die keinen HIV haben, testen lassen, weil sie wenig haben. Können Sie das hier schon festmachen, irgendwie, an den Daten, die Sie haben? Ja. Ja.
Das ist tatsächlich ein Einflussfaktor, aber es gibt noch einen anderen Faktor, der hier eine Rolle spielt, der doch deutlicher einen Hinweis liefert, eine andere Zahl, die wir schon kennen. Die Class Imbalance, ja, hat einen Einfluss. Welche andere Zahl könnte das sein? Also es ist keine Fangfrage oder irgendwie sowas, ich gebe auch gleich die Auflösung. Es ist, gibt nicht viele Auswahl, ja. Das, was für uns ja besonders wichtig ist, ist die Wahrscheinlichkeit, wie gut der Test anschlägt, wenn die Person die Frage verunsichert. Ja, okay, Das genau, ist das wurde auch schon gesagt. Richtig, ja, richtig. die Zahl 2. Welche? Welche Wahrscheinlichkeit? Ich habe das nicht. B1, ja. Ich hätte jetzt nämlich genau BA2 gesagt. Die Zahl sieht zwar sehr klein aus, aber sie ist nicht 0. Das heißt, der Test muss auch mal positiv sein. Und das, genau das sehen wir jetzt hier. Wenn ich 100.000 Leute habe, dann ist passiert genau das, was Sie gesagt haben. Richtig. In 98% der Fälle bei 1 Promille HIV-Positiven, laut Schätzung, schlägt der Test an. Und Sie sind auch HIV-positiv. Großartig. Sie werden entdeckt und können behandelt werden. Und dann gibt es halt noch den Rest. Und in 3% der Fälle, nämlich 2.997 Fällen, schlägt der Test auch positiv an, obwohl sie kein HIV haben. Es gibt dann noch die problematischen und schwierigen Fälle von zwei Personen, die nicht erkannt werden mit diesem Test, obwohl sie HIV haben. Das ist problematisch. Und natürlich alle anderen, die von vornherein fein raus sind und nach Hause gehen können. Was dann in der klinischen Praxis passiert, ist, es wird ein weiterer Test gemacht, der teurer ist und intensiver ist und besser herausfindet, ob das HIV-Virus wirklich da ist im Blut oder nicht, um insbesondere diejenigen zu entlasten und nach Hause schicken zu können, die es nicht haben. Der Test, wie Sie auch gesagt haben, soll erstmal alle finden, damit eine Behandlung stattfinden kann. Das heißt, er ist, wie wir es auch nennen, recall-orientiert. Präzision ist erstmal nicht gefordert. Aber Sie sehen an diesem Beispiel, wie man die Formel von Bayes einsetzen kann, um eine a posteriori Wahrscheinlichkeit festzustellen für das Eintreten einer Diagnose, gegeben ein Symptom, der Test ist positiv. Jetzt ist die Welt nicht so eindeutig. Wir haben nicht nur ein Symptom beim Arzt, wir haben auch mal mehrere. Und man kann das auch verallgemeinern natürlich, auch mehrere mögliche, jetzt in dem Fall Symptome oder Conditions, abhängige Ereignisse. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von AI, gegeben, dass das gemeinsame Ereignis für B1 und B2 und B3 und so weiter bis BP eingetreten ist, ist eben die Wahrscheinlichkeit, ist eben genau diese abhängige Wahrscheinlichkeit für AI. Ja, ich meine, ich sage es jetzt doppelt, es steht halt im Prinzip schon da. Genau. Doppelt hält besser. Es wäre halt zum Beispiel angewendet auf die Frage nach Krankheiten und Symptomen. Ich habe jetzt P verschiedene Symptome. Wie wahrscheinlich habe ich denn die Krankheit? Wir können das Ganze auch nochmal mit dem Klassifikationsproblem in Übereinstimmung bringen, denn darum geht es uns ja eigentlich ursprünglich. Es geht uns ja jetzt erstmal gar nicht um die Frage, aber letztendlich geht es hier um Klassifikation. Und in dem Fall korrespondiert das Ereignis AI mit einer Klasse und hier dann mit einer Zufallsvariable C, die den Wert CI der mit dem die Klasse kodiert ist, annimmt. Und B korrespondiert mit einem Feature, beziehungsweise jedes BJ korrespondiert mit einem spezifischen Feature und einer konkreten Ausprägung des Features. Was wir beobachten können, ist das Auftreten des gemeinsamen Ereignisses B1 bis BP
gegeben, dass AI schon eingetreten ist. Und was wir, woran wir interessiert sind, wenn wir nur wissen, ob jetzt ob das gemeinsame Ereignis B1 bis BP eingetreten ist, ob es sich denn wirklich um ein AI handelt. Und das lässt sich dann auch 1:1 in den Satz von Bayes übertragen. Hier den einfachen Satz von Bayes wieder durch einsetzen. Hier ist das Ganze auch nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt, insbesondere vielleicht die beiden unterschiedlichen Herangehensweisen hier. Das eine ist das Forward Reasoning, was wir hier auf Grundlage der Beobachtung anstellen können. Also eine Vorwärtsinferenz, könnte man sagen. Wir haben in der Vergangenheit regelmäßig beobachtet, dass die Krankheit AI die Symptome B1 bis BP hervorruft. Das ist halt genau die klinische Praxis wieder. Die Krankheit AI steht schon fest und die Symptome werden beobachtet. Interessiert sind wir aber im genau umgekehrten Fall, wie wahrscheinlich liegt denn die Krankheit vor, wenn die Symptome beobachtet werden. Und der Satz von Bayes erlaubt uns genau diese, den Zusammenhang zwischen diesem Vorwärts-Reasoning und dem Rückwärts-Reasoning herzustellen. Was man sich immer bewusst machen muss in diesem Zusammenhang ist, dass hier keine Kausalität vorausgesetzt werden muss. Es reicht Korrelation, statistische Korrelation. Das bedeutet, es muss nicht so sein, dass die Symptome auch wirklich mit der Krankheit in Zusammenhang stehen oder dass alle Symptome mit dem Zusammenhang stehen. Wenn unsere Daten jedoch suggerieren, dass es so ist, dann könnten wir zufällig die richtige Diagnose stellen. Wenn unsere Daten etwas völlig anderes suggerieren, als was in der Realität der Fall ist, dann eben nicht. Das heißt, hier wieder das Problem, die Daten richtig auszuwählen und natürlich auch nach den richtigen Symptomen überhaupt zu gucken. Und das ganze Modellierungsproblem und Datenakquiseproblem, das wir schon mehrfach diskutiert haben. Das Modell tut nur, was die Daten in Anführungszeichen bestimmen. Hier nochmal zur Erinnerung von der Schreibweise, wenn wir die Komma-Syntax hier oben verwenden, dann meinen wir und bzw. die Schnittmenge der Ereignisse. Jetzt haben wir noch das Problem in der Praxis, dass wir die Daten, die wir zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des gemeinsamen Ereignisses B1 bis BP, gegeben, dass AI eingetreten ist, nicht leicht erheben können. Die Zahl der möglichen Kombinationen für BP und die Zahl der möglichen Feature-Ausprägungen, wenn Sie voraussetzen, dass jedes einzelne der P-Features hier M-Werte haben kann, wäre M hoch P. Und das ist ziemlich viel. Und für jede einzelne dieser Kombinationen müssten genug Beispiele zusammengetragen werden, auch im richtigen Verhältnis zueinander, um diese Wahrscheinlichkeiten dann tatsächlich abzuschätzen. Und je größer Ihr Modell wird von der Welt, je mehr Features da drin stecken, umso schwieriger wird das auch. Der Aufwand steigt exponentiell. Und aus diesem Grund und um diesen Umstand zu umschiffen, der das Ganze halt vollkommen unpraktikabel für den realen Einsatz macht, wird einfach eine naive Annahme getroffen. Und das ist die sogenannte Naive Base Assumption. Wir tun einfach so, als würden die Symptome in diesem Fall oder die Ereignisse B1 bis BP unabhängig voneinander auftreten und insbesondere auch unabhängig von AI. Also gegeben, dass AI schon eingetreten ist. Und wenn das der Fall ist, dann können wir die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des gemeinsamen Ereignisses gegeben AI auch einfach abschätzen durch das Produkt der einzelnen abhängigen Wahrscheinlichkeiten für jedes einzelne Feature gegeben, das in dem Fall die Klasse AI vorliegt. Über alle Features P. Diese Annahme ist natürlich
nur korrekt, wenn sie auch korrekt ist, und ansonsten ist sie inkorrekt. Aber in der Praxis tun wir mal so, als wäre es so. Und das bedeutet, in nahezu allen Fällen, wo der Base-Klassifizierer angewendet wird, wird diese Annahme definitiv verletzt. Das ist also eine Heuristik, die eingesetzt wird, um den Rechenaufwand, um den Bestimmungsaufwand, um den Aufwand für die Bestimmung, für die Schätzung dieser Wahrscheinlichkeiten dramatisch zu verringern, während man ein gewisses Maß an Korrektheit einbüßt. Um jetzt also, wenn man nicht nur eine, sondern hier wie in dem Fall k verschiedene Klassen hat, A1 bis AK, die Klasse, die am wahrscheinlichsten ist, herauszufinden, das wird nichts anderes als den Satz von Bayes anzuwenden, wie gesehen, und die Klasse ANB soll bestimmt werden, erstmal überhaupt nur die wahrscheinlichste Klasse, das heißt, es werden alle, für alle verschiedenen AI wird der Satz von Bayes, wie hier gezeigt, ausgerechnet, und dort, wo das Ergebnis maximal wird, das ist dann die wahrscheinlichste Diagnose, die auszuwählen ist. Wie groß die Wahrscheinlichkeit am Ende ist, ist unerheblich, denn wir suchen ja nur die wahrscheinlichste. Und unter Einsatz der Naive Bayes Assumption vereinfacht sich die Formel wie folgt. Ein weiterer Kniff, den wir hier sehen, ist ganz so wie am Anfang auch nochmal im Recap gesagt, dass wir auf den Nenner verzichten können. Denn der Nenner mit diesem gemeinsamen Ereignis B1 bis BP ist in keiner Weise abhängig von AI oder von irgendeinem AI. Es handelt sich also für den Zähler um eine Konstante. Und da wir nur an der wahrscheinlichsten Klasse interessiert sind, A und B, ändert sich an dem Ranking der Wahrscheinlichkeiten gar nichts, wenn wir den Nenner einfach weglassen. Was wir dann aber nicht mehr haben, ist die tatsächlichen a posteriori Wahrscheinlichkeiten, an denen wir vorhin interessiert waren. Ja? Unterschätzt, überschätzt oder kann Naive Bayes in beiden ausschlagen? Das vermag ich jetzt gar nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Also die Wahrscheinlichkeiten werden dadurch natürlich größer, weil nur der Zähler übrig bleibt. Ne? Also muss ja dann. Also es sind dann auch keine Wahrscheinlichkeiten mehr. Es sind einfach nur Zahlen, es sind Scores. Genau, das steht ja auch alles nochmal ausführlich und noch ausführlicher. Und dann können wir aber noch, wenn wir nun wirklich an Schätzungen für die a posteriori Wahrscheinlichkeiten interessiert sind, noch zwei weitere Bedingungen fordern. Die müssen dann eigentlich auch schon gelten, damit die Schätzungen auch irgendwas taugen. Das heißt, wenn wir nicht nur irgendwelche Scores für ein Ranking raushaben wollen für die Klassen und die an der wahrscheinlichsten interessiert sind, sondern tatsächlich an einer Verteilung der a posteriori Wahrscheinlichkeiten, weil damit weiterzurechnen ist. Es kann ja sein, dass Naive Bayes Klassifizierer gestackt werden sollen, dass mit den Ergebnissen noch was angefangen werden soll. Und diese beiden zusätzlichen Bedingungen sind erstens, dass wir alle möglichen Klassen, die Beispiele einnehmen, kennen. Das bedeutet, dass die a priori Wahrscheinlichkeiten summiert die Wahrscheinlichkeit 1 ergeben für diese AI. Und dass es keinerlei Überschneidungen zwischen diesen Klassen gibt. Das heißt, kein Beispiel fällt in zwei verschiedene Klassen. Das heißt, alle paarweisen gemeinsamen Ereignisse AI und AJ hier, um möglichst nah dran zu bleiben, sollen null sein. Dann können wir oder haben wir eine Chance, unter nochmaliger Verwendung der Naive Bayes Assumption eine Schätzung für die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Ereignisses B1 bis BP abzugeben. C und D müssen zutreffen, damit der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit eingesetzt werden kann. Genau das passiert hier. Wenn Sie sich den Satz nochmal vergegenwärtigen, sehen Sie dort anstatt eines gemeinsamen Ereignisses B1 bis BP
nur einen Buchstaben stehen, ein B, betrachten Sie das hier nicht als irgendeine Art von Verallgemeinerung oder ähnlichem, da das hier ja im Prinzip Mengen sind, die mit dem Mengenoperator der Schnittmengen, die mit dem Schnittmengenoperator verknüpft sind, kommt am Ende auch nur eine Menge raus. Es handelt sich also de facto um nur ein Ereignis. Und da die AI eine Zerlegung des Ergebnisraums bilden und da sie paarweise exklusiv sind, lässt sich der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit hier anwenden. Diese Bedingungen müssen aber, wie gesagt, dann auch schon gelten. Und dann, wie gesagt, unter Anwendung der Naive Bayes Assumption lassen sich dann halt doch wieder diese B1 bis BP zerlegen in das schon öfter gesehene Produkt. Daraus folgt, wenn man das Ganze nun einsetzt in den Originalsatz von Bayes, genau diese Form hier unten, die es uns erlaubt, eben unter der Naive Bayes Assumption und den beiden Bedingungen die a posteriori Wahrscheinlichkeiten für alle Klassen AI zu errechnen. Zusammenfassend kann ein Klassifizierer also, wie hier zu sehen, konstruiert werden. Ausgangspunkt ist eine Multiset von Features X, K-Klassen und eine Datenmenge D, die aus dem kartesischen Produkt von X und C gezogen wurde. Die K-Klassen korrespondieren genau mit den Ereignissen A1 bis AK und die einzelnen Features für unsere Feature-Repräsentation korrespondieren mit den Ereignissen B1 bis BP, wobei wir hier einen kleinen Kunstgriff vornehmen und konkret die 1 mit einer Ausprägung des Features hier gleichsetzen. Um einen Naive Bayes Klassifizierer zu konstruieren, werden zunächst aus den Daten die a priori Wahrscheinlichkeiten für alle Klassen geschätzt, dann die abhängigen Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten jeder einzelnen Feature-Ausprägung, wj gleich xj, gegeben, dass eine Klasse vorliegt. Und anschließend kann schon auf Basis dieser beiden vorher berechneten Wahrscheinlichkeiten die wahrscheinlichste Klasse ausgerechnet werden für ein unbekanntes oder auch ein bekanntes Beispiel. Die Naive Bayes Assumption wird angewendet und nur als Hinweis hier, es handelt sich ja hier um Schätzungen. Deswegen kommt hier noch das Dach oben drauf auf das B. Mithilfe der vorher gezeigten Möglichkeit, a posteriori Wahrscheinlichkeiten ebenfalls zu schätzen, unter der Annahme, dass C und D Voraussetzung, dass C und D Bestand haben als Bedingung, können wir dann auch die a posteriori Wahrscheinlichkeiten noch ausrechnen. Ebenfalls aufgrund dieser beiden geschätzten Variablen auf Basis von D. Und das ist halt, wie ein Naive Bayes Klassifizierer im Allgemeinen konstruiert wird. Das kann man auch automatisieren, problemlos. Und hier dann nochmal ein Beispiel, das schon bekannte Enjoy Surfing, mit hier 14 Beispielen. Der Frage, wird an einem Tag, der sonnig, kalt, mit hoher Luftfeuchtigkeit und starkem Wind gesehen wird dann Surfing, macht dann Surfen Spaß oder nicht? Hier also nochmal die konkrete Ausprägung der Klassifiziererkonstruktion. Wir haben jetzt also die verschiedenen Ereignisse BJ gleich XJ. Wir haben ganz konkret 4 Dimensionen. Das heißt, konkret sieht das dann so aus, B1 gleich X1 ist Outlook gleich Sunny und so weiter und so fort. Und die wahrscheinlichste Hypothese wird dann im Allgemeinen, wie hier zu sehen, ausgerechnet. Erstmal die Formel nach Naive Bayes bezüglich der beiden möglichen Klassen, ja und nein. Und wir wissen ja, es handelt sich hier um vollständige Klassen. Das heißt, die a posteriori Wahrscheinlichkeiten werden wahrscheinlich dann, also zumindest die Bedingung C gilt auch. Und
ganz konkret müssen dann diese Wahrscheinlichkeiten hier tatsächlich aus den Daten berechnet werden. Das heißt, Sie können einfach hier schauen, die a priori Wahrscheinlichkeiten für Nein, nehmen Sie alle Neins und setzen Sie ins Verhältnis zu allen, nehmen Sie alle Ja's und setzen Sie ins Verhältnis zu allen, haben Sie a priori Wahrscheinlichkeit für Ja und so weiter und so fort, genauso für die bedingten Wahrscheinlichkeiten. Und wenn Sie dann diese ganzen einzelnen Wahrscheinlichkeiten geschätzt haben, lassen sich sowohl das Ranking ausrechnen bezüglich der beiden Klassen, Ja oder Nein. Klasse Nein hat in diesem Fall den höheren Rang, weil sie den höheren Score erhält. Und analog dazu, Schätzungen für die a posteriori Wahrscheinlichkeiten werden dann hier 80%. Zu 80%, in 80% der Fälle, wenn solche Witterungsbedingungen vorliegen, wird man Spaß am Surfen haben.